Und das gibt sie doch, das sagt Astrophysiker und UFO-Forscher Illo Brenn von Ludwiger. Herr Ludwiger, vielen Dank, dass wir hier zu Ihnen kommen konnten. Wir sind hier im idyllischen Bayern. UFO-Forscher ist ja ein recht exotischer Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen? Wann haben Sie angefangen, sich dafür zu Beruf ist interessieren? es nicht, es war eigentlich ein Hobby. Eigentlich wollte ich, bin ja Astrophysiker, wollte ich wissen, ob man aus diesen Beobachtungen etwas lernen kann, und zwar für die Physik, ob man vielleicht wirklich lernen kann, wie man Gravitation beeinflussen kann, herstellen kann, aufheben kann, denn diese Objekte scheinen das ja zu können. Und deswegen habe ich mich seit 64 Jahren jetzt mit dieser Sache beschäftigt und viel gelernt. Sie waren ja auch in der Raumfahrt. Ich bin in der Raumfahrt tätig gewesen. 2 Jahre erst auf der Sternwarte in Bamberg und danach war ich dann bei MBB, was jetzt, oder DASA und wie jetzt Airbus heißt, ja. Haben Sie selbst einmal UFOs gesehen? Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich war noch zu jung, mit 8 Jahren, und habe da so einen schwarzen Teller gegen die Windrichtung fliegen gesehen. Hat meine Mutter gefragt, was das hätte sein können. Und sie sagte, ach, das gibt so verschiedene Strömungen in der Atmosphäre. Das war sicher ein Ballon. Aber sonst habe ich es noch nicht gesehen. Nur mit vielen, vielen Leuten gesprochen, aus allen Berufen, mit Wissenschaftlern, die etwas gesehen haben. Wir haben Radaraufnahmen gemacht, wir haben Fotos ausgewertet. Also es ist ja keine Glaubensfrage, das Phänomen. Eine Glaubensfrage ist es bloß für jemanden, der sich nicht informiert und dann bloß so eine Meinung hat. Kann sein, nicht. So genauso wie jemand, der nicht weiß, dass man Herzen transplantieren kann, sagt, nee, glaube ich nicht. Nee, man muss sich informieren. Und so ist das überhaupt kein. Das ist eine wissenschaftliche Frage. Und die muss man mit wissenschaftlichen Methoden angehen. Auf die Methoden kommen wir gleich zu sprechen. Informieren kann man sich zum Beispiel hier. Sie haben ein Buch geschrieben, Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung. Welche 40 Jahre sind damit gemeint? Sind das 40 Jahre, seit ich Leiter der MUFON bin, das ist so ein Ableger MUFON-CES. der amerikanischen Gesellschaft Mutual UFO Network, die größte Organisation auf der Erde, die sich mit diesen Sachen beschäftigt, sehr viele Wissenschaftler hat, aber niemand wird finanziert. Das macht man ja alles selber, weil die Wissenschaft an diese Sachen nicht rangeht. Das ist einfach zu ungewöhnlich, was da berichtet wird. Und da möchte man sich die Finger nicht verbrennen. Das ist ja immer noch ein Tabuthema. Jedenfalls bis vor 2 Jahren in Amerika gewesen. Jetzt nicht. Jetzt kann man darüber richtig reden. In Deutschland muss man immer noch die Klappe halten, dass man sich damit beschäftigt. Das ist IGIT und eben eine Frage der Information. Hier informiert sich keiner. Und so, das ist natürlich was anderes, wenn man zum Beispiel mit Kampfpiloten gesprochen hat, die sowas gesehen haben, oder mit Radarleuten, dann ändert sich natürlich die Einstellung zu dem Phänomen sofort. Was ist vor 2 Jahren passiert? Vielleicht können wir das noch mal kurz Vor erläutern. 2 Jahren, ja, das war so im Dezember 2017, da ist jemand vom Verteidigungsministerium in den USA an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, er hätte in einer Gruppe mitgearbeitet beim Verteidigungsministerium, wo sie für, ich weiß jetzt nicht, 23 Millionen US-Dollar die letzten 10 Jahre dieses Phänomen untersucht haben. Und jetzt wäre es doch eigentlich an der Zeit, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, dass es Objekte gibt, die man nicht erklären kann. Und er hat dann auch Filme von Gun-Kameras, also von Kampfpiloten, aufgenommene Objekte, die man nicht erklären kann, mitgebracht. Und das ist jetzt im Internet alles zu sehen. Und plötzlich schreibt New York Times und Washington Post ohne diesen Lächerlichkeitsaspekt, sondern ganz echt und ernst darüber, was kann das sein? Früher hat man gesagt, kleine grüne Menschen, also ein Unsinn und so, und wer ist damit beschäftigt, der spinnt. Da musste man sich zurückhalten. Jetzt in den USA nicht mehr. In Deutschland schon. Wir kommen auf die Unterschiede in den Ländern nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal zuerst auf die technische, wissenschaftliche Seite eingehen. Sie sagen, Sie gehen wissenschaftlich vor. Was ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise? Also was werten Sie aus? Wie gehen Sie vor? Ja, also nicht bloß sammeln,
sondern das, wenn man diese ganzen Fälle zusammengetragen hat, muss man die Eigenschaften, die ganz speziell sind, herausfischen. Zum Beispiel elektromagnetische Wechselwirkung und gravitative Wechselwirkung. Also wie häufig wird berichtet, dass Autos angehalten werden, wenn diese Objekte in einem bestimmten Abstand von ihnen gesehen werden. Wie häufig wird berichtet, dass eine Kälte von diesen Objekten ausgeht oder sogar das Gegenteil, unheimliche Hitze, dass Autos in Flammen aufgehen oder dass Strahlen gemessen werden. Also alle diese Sachen. Und da haben wir jetzt so etwa 1500 Fälle zusammengetragen. Das ist dann die Basis, dass man sagen kann, hier ist etwas, das erfinden ja nicht Leute, die sich hier Namen machen wollen oder groß tun wollen mit einer Geschichte, dann erzählen die ja nicht gleichzeitig noch, dass zum Beispiel, wie das früher der Fall war, wo die Uhren noch eine Phosphorleuchtmasse an den einzelnen Zifferblättern gehabt haben, dass die plötzlich anfing, ganz hell aufzuleuchten und dann war nichts mehr zu sehen. Die wüssten ja gar nicht, was das eigentlich physikalisch bedeutet. Oder wenn jemand erzählt, dass ein Lichtstrahl wie so ein Schneckenfühler langsam ausgefahren wird von diesen Objekten. Das können wir uns ja nicht vorstellen. Ein Lichtstrahl ist zack, da. Mhm. Das sind in 300.000 Kilometer pro Sekunde bewegt sich das Licht, das ist sofort da. Wieso dann geht das so langsam? Und dann müssen wir versuchen, theoretische Modelle zu finden, wie zum Beispiel, dass Gravitationswellen nicht linear sind. Dann gibt es diese Möglichkeiten des langsamen Ausfahrens von, nicht von Licht, sondern von einem Gravitationsfeld, was dann auch noch zu Licht in der Atmosphäre anregt. Also ich deute das jetzt bloß an. Oder man muss Theorien verfolgen, die sagen, es ist doch möglich, im Gegensatz zu Einstein, dass man schwere Fälle künstlich erzeugen kann. Und da gibt es so einige Theorien. Und wir müssen ja versuchen, das zu verstehen. Wir können ja nicht sagen, unser Held ist der Einstein und wenn etwas dagegen spricht, dann ist nicht die Theorie das Wichtige, sondern die Beobachtung. Und das ist eine wesentliche Sache. Heutzutage sind wir so theorieorientiert, dass wir immer denken, dafür gibt es für dies und jenes gibt es keine Erklärung. Wenn es keine Erklärung gibt, dann gibt es das Phänomen auch nicht. Und viele Leute, also viele Wissenschaftler, auch wir, sind der Meinung, Beobachtungen sind eigentlich wichtiger, wenn sie wirklich stattgefunden haben oder wenn sie registriert worden sind mit Messgeräten, als Theorien. Dann müssen sich die Theorien danach richten, nach der Beobachtung. Das heißt, Sie richten sich nach Zeugenaussagen, nach Bildern Messung, ja. Und nach Messungen. Nach Radarmessungen beispielsweise, nicht? Oder nach Bodenabdrücken. Wenn man dann bestimmte Sachen misst, in Russland gab es den Professor Simakov, der hat mir erzählt, dass er an verschiedenen Landungsstellen Bodenbakterien wie in einem Schachbrettmuster so an allen möglichen Stellen dieser Landung rausgenommen hat und festgestellt hat, wenn er untersucht, auf spiralförmigen Stellen fehlen die Bodenbakterien auch 10 Jahre nach der Landung noch. Es ist keine Strahlung dafür verantwortlich, kein Gift, ja, kein Magnetfelder. Was ist das? Oder was Ähnliches? Und was ist das? Weiß man das? Nee, das weiß man eben noch nicht. Es gibt also offensichtlich noch irgendwelche Felder, die uns heute noch unbekannt sind. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es heutzutage leicht ist, Bilder zu fälschen. Wie werten Sie aus, ob etwas gefälscht ist oder nicht? Ich meine, ja, das geht natürlich ziemlich rasch schon, wenn man jahrzehntelang sich damit beschäftigt hat. Da weiß man, was Linsenspiegelungen sind und was Ballons, was Flugzeuge sind.
was Drohnen sind. Und dann gibt es auch merkwürdige Dinge, die recht kompliziert sind und dann doch irgendwas auf Foto- und Filmmaterial projizieren. Das kriegt man auch raus. Und wenn man solche Sachen im Anfang, wenn sie einem geschickt werden, schon identifiziert, dann hebt man die Sachen ja gar nicht auf. Die kommen gar nicht in eine Datei rein. Es gibt natürlich dann so kleine Gruppen, Gesellschaften, nicht wissenschaftlicher Art, die sammeln auch alles, was Leute sich sofort nicht erklären können. Da sind dann Sternaufnahmen dabei und Satellitenaufnahmen. Und dann sagen sie, sie haben ja eine UFO-Meldung bekommen und die können sie dann aufklären später mal irgendwie. Und so kann man 90% aufklären. Nein, wenn man es richtig macht und zuerst dann so schon alles rauslässt, was man sofort erklären kann, dann kann man also etwa 95% bis 100% nicht aufklären. Also die wissenschaftliche Organisation in Hessdalen in Norwegen, die kann 100% nicht aufklären. Wir vielleicht 95% nicht, wenn man da die Filme dazu nimmt. Was dann schwierig ist, da muss man ja erst ein bisschen arbeiten. Sagt zunächst, können wir es nicht erklären. Aber was immer so erzählt wird, 90% kann man aufklären. Ja, wenn man ganz einfache Sachen, die gar nicht dazugehören, schon damit dazu zählt, Sterne und Satelliten und sowas. Und hinterher sagt man, es war aber ein Satellit. Ja, du hast doch nie ein UFO, dann ist es doch nie auf, kann man es doch nicht. Aber das heißt, das sind noch nicht mal wirklich gewollte Fälschungen, also nicht nur, sondern auch wirklich einfach nur Aufnahmen, wo sich jemand etwas nicht erklären konnte. Ja, ja. Und das stellt sich dann als etwas. Das ist nicht ein UFO, dann man muss immer sagen, wie ist denn die Definition? Die Definition ist, es ist nur unidentifiziert, wenn auch Spezialisten das nicht aufklären können, also so wie wir. Und nicht, weil es der Zeuge behauptet, ich habe ein UFO gesehen. Das ist kein UFO, wenn sich irgendjemand was nicht erklären kann. Er muss erst zu Spezialisten gehen, wenn die es auch nicht erklären können. Aber arbeiten Sie dann nur mit den Aufnahmen selbst? Also ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie sich auch auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen stützen. Natürlich. Also wir haben Psychologen und Psychiater auch in unserer Gruppe. Wenn die Sachen ein bisschen zu seltsam sind, dann müssen wir ja wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es wird ja nicht alles geglaubt so einfach. Wir sind ja genauso skeptisch wie jeder andere. Aber wir sind kritisch skeptisch und nicht wie weltanschaulich gebundene Skeptiker, die einfach sagen, was ich nicht sehen und anfassen kann, gibt es nicht. Da gibt es eine ganze Gesellschaft, die das einfach dann so von vornherein, die schon weiß, was es geben kann und was es nicht geben kann. Die auch glauben, dass die Physik praktisch schon am Ende ist. Dabei beginnt es ja langsam erst. Wir machen ja erst seit 100 oder 200 Jahren richtig Physik, Technologie und Physik. Und wie viele echte Aufnahmen schaffen wir es dann in Ihre Datenbanken? Also wie viel? Auch das ist natürlich ganz verschieden. Es gibt also Jahre, in denen es mal mehr gibt, als zum Beispiel die ARD über unsere Arbeit, über das Buch Stand der UFO-Forschung eine Sendung gegeben hat, gleich nach 8 Uhr, beste Sendezeit. Also da kriegten wir Meldungen, die konnten wir alle überhaupt gar nicht entgegennehmen und verfolgen. Das wurde meistens am Telefon, also da hätte man dann ganz viel machen können. Meistens ist es nicht so, dass sie gerade eben gesehen wurden, die Sachen, sondern längere Zeit zurückliegen. Aber so im Mittel sind etwa 2 pro Monat hier in Deutschland Fälle, die wir nicht aufklären können. Jetzt sind es ein bisschen weniger geworden. Für unsere neue Organisation, die mehr wissenschaftlich arbeitet, die ist noch etwas unbekannt. Die MUFON, als ich da früher 40 Jahre lang die Leitung hatte, da waren das eben 2 pro Monat, die wir bekommen. Das ist jetzt die neue Organisation, IGAAP. Ja, die interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene, was genannt IGAAP. Ja. Sie haben Statistiken mitgebracht und Sie sagen, es ist noch wichtig. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, denn wenn Sie irgendwo im Fernsehen etwas hören, meistens gibt es 1 oder 2 Fälle, die dann besprochen werden und der Zuschauer denkt sich, naja, da ist mal wieder irgendwas gesehen worden. Aber wenn man die Häufigkeiten
der Beobachtung, wie sie monatlich gemeldet werden, zum Beispiel aus amerikanisch oder englisch sprechenden Ländern, also in Amerika, Kanada und Australien, England und anderen Ländern, also die englisch sprechende Bevölkerung haben. Wenn man das also zusammennimmt, dann sind, ich habe hier mal eine Kurve gezeigt, die rote Kurve bedeutet, hier wird aufgetragen, die Häufigkeit der Sichtung. Das ist immer um die 600, das kann man jetzt hier nicht erkennen, aber so um die 600 Fälle pro Monat werden gemeldet. Einmal sogar 1400, das war im Juni 2015. Was war da los? Können Sie sich das erklären? Nee, warum ist da so? Kann man, also wissen wir auch nicht, warum das so war. Das ist ein Ausreißer. Aber das Interessanteste für uns sind natürlich die Fälle, oder die Häufigkeit der Fälle, wo Objekte den Zeugen näher als 30 Meter kamen. Nicht 30 Meter weg, sondern noch näher, zwischen 5 Meter oder so, dass sie es anfassen konnten, bis zu 30 Meter. Und das ist in jedem Monat, die untere Kurve hier, sind das etwa um die 100, mal mehr, mal weniger. Gestern habe ich gerade, das ist ja wieder der 1. Juli, wieder die Meldung aus den USA bekommen, da waren es 66, das ist also ein bisschen weniger als 100 gewesen. Aber es gibt dann hier auch mal 320 bei dieser Spitze. Und da kann man nicht mehr von Verwechslungen sprechen. Dass man so wenig davon hört, ist eben, dass sich niemand traut und wagt, an die Presse zu gehen. Meistens geht man zur Polizei, wird da ausgelacht, oder weil es ja das Phänomen nicht gibt, angeblich. Und deswegen multipliziert sich da so dieses Vorurteil. Man weiß, man kann sich nirgendwo hinwenden, wenn man etwas gesehen hat, denn es wird einem ja nicht geglaubt. Naja, nun gibt es also ganz viele, die dann ihre Sichtung nicht melden. Das verstärkt dann wieder die Skeptiker und sagen, ja, kommt ja gar nichts, wird ja nichts berichtet. Aber also so an UVZ von CES kann man es melden. Ja, natürlich, also wenn man sich bemüht, also im Internet diese Gruppen zu finden, die es hier in Deutschland gibt, dann kann man das natürlich machen, nicht? Was ist diese untere Statistik? Das ist ganz was Verrücktes. Gleichzeitig wird die Häufigkeit der Kurzlandung gezeigt. Ist ja nicht so, wie manche Fernsehprofessoren behauptet, wenn die dann mal landen, dann ändert sich alles. Und das tun sie ja nun schon seit vielen Jahrzehnten. Aber im Gegensatz zu der Annahme unserer Fernsehprofessoren sind diese Reisen ja offensichtlich ganz leicht und einfach und kurz zu bewältigen mit der Technologie, die diese Leute haben oder dieses Intelligenz hat. Und landen bloß kurz. Und das ist pro Monat sind das um die 20. Hier ist es 20. Mal sitzt dann wieder mehr. Hier waren es mal 65. Wieder hier im Juni 2015. Können Sie sich erklären, was da bei diesen Kurzlandungen passiert? Also Sie landen. Erklären kann man. Man hat ja bloß diese Beobachtung. Und dann kann man hinterher hingehen und kann vielleicht noch diesen Landeplatz ausmessen, wie ich schon sagte, was Herr Simakow macht. Hier haben wir in der Nähe vom Chiemsee 1995 mal eine Landung gehabt, wo zwei Mädchen von 13 Jahren so etwas gesehen hatten. Furchtbar Angst haben, natürlich das dann weiter zu erzählen, weil ihnen ja doch wieder keiner glaubt. So gibt es verschiedene Stellen hier in Deutschland, wo es eben Landungen gab. Aber weltweit ist das sehr häufig. Und das ist natürlich ein Ärger für die Wissenschaft, dass sie sich unserer Beobachtung entziehen. Wir können ja bloß dann Rückschlüsse ziehen, das ist ein bisschen radioaktiv oder das ist stark magnetisch oder es gibt dann eben diese merkwürdigen Fälle, dass die Pflanzen altern, über denen dieses Objekt gestanden hatte. So war das in Draguignan in Frankreich. Der Professor Bougnat
untersucht. In Frankreich gibt es ja, wird das ja nicht ausgelacht, dieses Phänomen, sondern wird sogar die Untersuchung finanziert, wenn es so Landungen gibt. Und da hat er dann festgestellt, irgendeine Kraft hat die Pflanzen altern lassen. Kriegt man auch nicht raus, was das ist. Naja. Sie sagen, es ist keine Glaubensfrage, aber dennoch gibt es ja schon einige, genug Wissenschaftler, die nicht daran glauben. Was sind da die häufigsten Gegenargumente? Also das Gegenargument ist eben, Sie haben keine Ahnung, was heißt, Sie informieren sich gar nicht. Das haben mir mal Skeptiker gesagt, das ist so ein Unsinn, da braucht man sich gar nicht mit zu beschäftigen. Es wäre was anderes, wenn Sie zum Beispiel eins von unseren Büchern gelesen hätten, und nicht bloß meins, aber eben, wo ganz objektiv darüber berichtet wird. Das haben die meistens nicht. Und, oder wenn, dann lesen Sie die Zeitschrift der Skeptiker, also von einer Organisation, die, wie ich schon sagte, eben alles, was neu ist, ablehnt, weil ja unser Weltbild fertig ist. Wir brauchen da ja nichts mehr zu ändern und das sollte auch nicht gestört werden. Und das ist das Verrückte. Es gibt so viele Fachidioten, die bloß ihre Sache angucken, ob das Nobelpreisträger sind oder gerade Leute wie Stephen Hawking, der sagte, wenn wir wissen, was Materie ist, dann ist die Physik abgeschlossen. Mein Gott. Dann ist einmal gefragt worden zu UFOs, ja, nee, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Entfernungen sind ja zu groß. Ja, eben, das wissen wir auch. Ich meine, ich habe ja auch Astronomie studiert. Ich weiß, wie riesig die Entfernungen sind. Das ist der nächste vielleicht planetentragende Sonne, das Sonnensystem, dass das vier Lichtjahre entfernt ist. Ja, da kann man doch nicht erwarten, dass die schnell hierher fahren mit dem Wissen, was wir heute haben. Das muss ja ganz anders gehen. Und das herauszufinden, das macht natürlich auch Spaß für jemanden, der neugierig ist und so ein bisschen in neuen physikalischen Theorien so ein bisschen rumstochert und sieht, was denn vielleicht möglich sein könnte, wie man also zu fremden Planeten kommen kann. Und das muss ganz anders gehen als nach der heutigen Physik. Da kommt man nicht weiter. Genau, da muss der, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein Feldantrieb her. Also eines der Gegenargumente ist ja, dass sich diese... Das hatten wir mal gedacht zu Anfang. So fängt man ja dann an. Aber das nützt zwar im erdnahen Bereich oder bis zu den nächsten Planeten zu fliegen und etwas schneller als sonst. Mit so einem Feldantrieb. Vielleicht kann ich kurz zitieren, ich muss also kurz was vorlesen, weil ich das nicht auswendig kann. Das ist eine von Physiker Burkhard Heim vorgestellte Theorie und die Eckpunkte sind folgende. Es ist ein Universum, in dem es keinen Urknall gab und in dem es keine schwarzen Löcher gibt. Es ist eine Theorie, welche die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie vereint, was ja eigentlich als ungelöst gilt bisher in der Physik. Und es ist ein Antrieb, der eine Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit möglich macht und mit dem man 11,4 Lichtjahre in 80 Tagen zurücklegen könnte. War das richtig? Nein, denn die Physik hat sich weiterentwickelt. Erstmal schwarze Löcher gibt es, nur dass dieser Potentialtopf bis ins Unendliche geht. Das gibt es nicht, weil ja nach Heim der Raum quantisiert ist und irgendwann gibt es ein Ende der Quantisierung, also es geht nicht bis unendlich weiter, aber das wird jetzt hier ein bisschen zu speziell, aber das schwarze Loch an sich, sowas gibt es doch. Dann eine Überlichtgeschwindigkeit gibt es bei Burkhard Heim nicht, sondern erst bei einer Weiterentwicklung, die vorgenommen wurde von Drösche und Häuser, in der sogenannten erweiterten Heimtheorie. Da ist es dann möglich, aber nicht in unserem Raum, also in unserem oder unserer Raumzeit und in unserem vierdimensionalen Kontinuum.
sondern es gibt noch einen Dualraum daneben, aber bloß, ich will das jetzt bloß andeuten, und in dem gibt es eine Überlichtgeschwindigkeit. Dann ist dieses das Objekt aber dann nicht mehr in unserem Raum sichtbar und bewegt sich ganz woanders. Aber ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ist dieser duale Raum auch Teil der sechsdimensionalen Welt? Nein, das ist diese Theorie. Aber bloß mit vier Dimensionen und einem Dualraum. Der Dualraum hat die drei reellen Koordinaten wie unser Raum, aber eine andere Lichtgeschwindigkeit, eine andere Geschwindigkeit fürs Licht. Die setzt sich ja zusammen aus physikalischen Komponenten, und die physikalischen Größen sind dort anders in dem Dualraum. Und wenn es dann gelänge, darüber zu kommen, dann ist man hier aus diesem Raum verschwunden, kann aber in dem anderen eben mit Überlichtgeschwindigkeit sich bewegen. Aber das bloß zu Ihrer Frage, wie die Theorie sich jetzt erweitert hat und in andere Richtungen. Also das heißt, das ist jetzt die neueste Theorie. Sie sprechen ja hier von der sechsdimensionalen. Erweiterten Heimschen Theorie. Okay. Der Heim geht von der sechs Dimensionen aus, also es kommt noch dazu, neben der Zeit, eine imaginäre Koordinate, die so etwas wie eine organisierende Richtung angibt, und die sechste Dimension gibt an die Zielrichtung, wohin sich das, was sich da organisieren soll, schlussendlich denn entwickelt. Also die beiden arbeiten immer zusammen, wenn man so will, wirken dann wie so eine negative Zeit. In der Zeit, da geht alles auseinander, die Entropie nimmt zu, die Unordnung nimmt zu, und hier durch diese zwei zusätzlichen Dimensionen baut sich irgendeine Organisation auf zu einem bestimmten Ziel hin. Das ist die Heimschen Theorie, und mit der Heimschen Theorie bekommt man das Massenspektrum. Da gibt es dann wieder Theoretiker, die die ganze Herleitung nicht verstanden haben, aber dann bloß rumkritisieren. Glaube ich nicht. Einer alleine kann sowas ja gar nicht hervorbringen. Dabei hat er 30 Jahre gearbeitet und war ein mathematisches Genie, so ein Savant, der also Formeln im Kopf hatte, die eine halbe Seite lang gingen mit allen möglichen Klammern auf, Klammern zu und so. Das unfassbar. Naja, aber gut, also das steht immer noch aus, dass eine Physikergruppe und nicht bloß wir wenigen, die bei Samstag, Sonntag mal herangehen, sondern dass eine ganze Gruppe finanziert in einem Institut sich mit dieser ganzen Sache beschäftigt. Und da ist auch eine Erzeugung von Gravitation möglich. Und ein Experiment wollte unsere Firma mal durchführen, aber die Gelder, weil es doch eine Million gekostet hatte, konnten wir dann nicht aufbringen. Das steht also immer noch aus. Und zwar ein Experiment, das beweist, dass Elektromagnetismus und Gravitation einheitlich zusammengehören. Und dass man durch eine Änderung von Magnetfeldern oder dynamischen Magnetfeldern Gravitationswirkung erzeugen kann und umgekehrt. Um noch kurz bei der Theorie zu bleiben, wir kommen nochmal auf Finanzierung und Länder zu sprechen. Sie sagen, dass sich UFOs auch außerhalb von Raum und Zeit bewegen, also in anderen Dimensionen. Ist das dann nicht schon an der Grenze zur Parapsychologie? Genau, ja, genau, das habe ich in diesem grünen Buch auch gezeigt. Und zwar habe ich die Ähnlichkeit gezeigt zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, dass, ich habe hier mal eine Auswahl getroffen, 163 verschiedene unidentifizierbare Flugobjekte vor den Augen der Zeugen plötzlich verschwinden. Manchmal fliegen sie bloß schnell weg, sodass man es nicht sehen kann. Das kann man dann auf dem Foto noch sehen, dass es da noch einen Strich gibt, ob die Leute das gar nicht mehr sehen konnten. Aber meistens stehen sie an der Stelle, aber unsichtbar, und dann kommen nochmal und nochmal, also bloß sie sind eben weg. Und das, ich hab hier mal zusammengestellt, ist eine Eigenschaft von jedem dieser verschiedenen Typen, die es da gibt. Ob sie Dreiecke sind, Scheiben oder Kugeln. Allen ist das gemeinsam, und zwar in 10% der Berichte wird
gesagt, auf einmal war es wie ausgeschaltet weg. Dann ist es gar nicht mehr da. Und das ist in der Parapsychologie das Phänomen der Apporte. Ich habe ja als Freund mal Europas größtes Apportmedium gehabt und habe mit dem experimentiert und weiß da, dass also Materie komischerweise aus dem Nichts kommen kann. Das ist für einen Physiker natürlich völlig verblüffend und die ganze Weltbild geht natürlich erstmal einen Bach runter. Und dann überlege ich mir, kann denn sowas sein? Und wir haben dann auch eine Theorie aufgestellt, wie diese Objekte in einer sechsdimensionalen Theorie möglicherweise also unseren Raum verlassen können, in diesen anderen Bereichen dann aber weiter existieren. Und da in diesen anderen Bereichen gibt es weder Geschwindigkeiten, Entfernung noch Zeit. Und deswegen kann man eine Bewegung instantan machen und da gibt es nur Strukturen und Strukturresonanzen. Aber das ist jetzt mehr eine theoretische Sache. Aber Sie haben schon recht, man kommt hier in die Gegend von Parapsychologie. Wenn wir nicht bald mal anfangen, die Sache auch ernst zu nehmen und ein bisschen mehr untersuchen, so wie das die Chinesen jedenfalls in den 80er Jahren gemacht haben, die also aus den Schulen dann so kleine Kinder rausgeholt haben, die diese Fähigkeit und Begabung hatten und damit gearbeitet hatten. Und ja, die haben mit Apporten richtig experimentiert. Also das steht da alles drin. Und ja, also das Weltbild ist noch nicht fertig, was wir hier im Moment haben. Wir müssen wahrscheinlich noch eine Dimension dazu nehmen. Sonst verstehen wir die ganzen paranormalen Phänomene nicht und lachen dann Leute aus, die da mit seltsamen Dingen ankommen, wie mit Materialisation. Das kann es ja gar nicht geben. Richtig, in der alten Physik nicht, in der jetzigen. Kann man da sagen, dass die Grenzen zwischen Psyche und physischen Erscheinungen verschwinden, zwischen Materie und Geist? Kann man so sagen. Also jedenfalls muss man das mit einbeziehen in einer weiteren Sicht. Kann man nicht sagen, hier haben wir dann bloß das Materielle, so nach Descartes etwa, hier haben wir Geist und hier haben wir Materie und wir beschäftigen uns bloß mit dem Materiellen und das ist wirklich die Physik, die Physis, die wir beschreiben. Es gibt ja die Wechselwirkung und die gehören ja natürlich dann auch dazu. Denken Sie an Uri Geller, von dem viele gemeint haben, das wäre bloß ein Zauberkünstler. Und in der Zwischenzeit gibt es, oder es war schon 2015, von BBC diesen Film, The Secret of Uri Geller. Und da ist dann festgestellt, dass die Geheimdienste mit ihm tatsächlich gearbeitet haben. Man kann das machen. Wenn diese Fähigkeiten mal da sind, dann kann man alle möglichen seltsamen Dinge tun. Kann sie natürlich auf dem Standpunkt stehen, verstehe ich nicht, glaube ich nicht und aus. Dann lebt man auch ruhiger. Da hat man so ein kleines eingeschränktes Weltbildchen, vielleicht noch mit einer netten Religion dazu, dann ist man, lebt man sicher und hat so ein Ziel, wo es hingeht und nach dem Tod ist alles aus, Schluss. So ist es ja leider nicht. Die Welt ist komplexer und komplizierter und tja, aber das stört natürlich viele. Dass wir zum Beispiel einen Besuch einer fremden Intelligenz bekommen. Das ist das größte Ereignis, was in der Menschheitsgeschichte uns je begegnet ist. Nicht bloß Kopernikus, der dann festgestellt hat, die Erde bewegt sich nicht um die Sonne, sondern umgekehrt. Oder Darwin, der festgestellt hat, wir kommen über die Tiere dann zur Menschwerdung. Und nicht der liebe Gott hat uns dann daneben gestellt neben die Tiere. Oder Freud. Das ist jetzt mit seiner Idee, was im Menschen vorgeht, psychisch. Jetzt sind wir wirklich konfrontiert mit etwas anderem. Und das ist so unglaublich, dass ich schon verstehe, dass es einige Generationen braucht, bis das richtig in Fleisch und Blut bei jedem hier auf der Erde eingedrungen ist. Naja, also jedenfalls jeder, der denken kann oder vernünftig denken kann. Wir sind nicht bloß nicht alleine, sondern wir gehören möglicherweise
jemand bzw. eine andere Intelligenz ist noch schlauer und hat noch mehr Fähigkeiten als wir. Man muss das auf jeden ganz Fall furchtbar, ne? sowas festzustellen. Man muss auf jeden Fall bereit sein für neue Weltbilder, das stimmt. Und das ist eine ganz furchtbare Sache, ja. Da macht man nicht so leicht mit. Lieber kehrt man es unter den Teppich, nicht? Ehe mir Wunder, lieber lobe ich es nicht. Sie haben hier Bilder, es gibt eigentlich zwei Ausdrücke, also unidentifizierte fliegende Objekte und unidentifizierte atmosphärische Erscheinungen oder Phänomene. Wo ist da der Unterschied? Das ist zusammengemixt, dass man sagt, wir haben UFO gesehen, ja, die meisten haben, also in zwei Drittel der Fälle, haben Lichter gesehen. Und zwar, das sind ja so einige Aufnahmen von den unidentifizierbaren atmosphärischen Erscheinungen. Man weiß nicht, wo kommt die Energie her, dass das da leuchten kann. Es sind keine Gase, sind keine Strahlung. Also irgendwie diese Dinge haben verschiedene Farben in sich. Das ist aus dem Video jetzt sehr abfotografiert. Da ändert sich das dauernd, also sieht schon toll aus. Oder wenn das Objekt fotografiert wird und der Fotograf hat das nicht ruhig gehalten, dann sieht man, dass es das dauernd ändert, also die in den Farben. Das sind Kugeln, helle Kugeln, die sich verdoppeln, dann wieder zusammenfinden. Das trägt natürlich, die zwei Zeugen da, trägt natürlich keine Leute, keine Wesen oder sind keine Objekte, das sind atmosphärische Erscheinungen. Aber könnte man da sagen, okay, das ist einfach eine ganz normale atmosphärische Erscheinung? Die treten ja auch verhäuft in bestimmten Regionen auf, also in Utah zum Beispiel in den USA oder in Norwegen, Hessdalen. Mhm. Könnte man da nicht sagen, ja, das ist einfach nur so eine bestimmte atmosphärische Erscheinung in dieser Region? Aber wie kommt's? Ja, warum? Was macht das? Also die kann man nicht erklären. Nee, man kann das immer noch nicht erklären. Früher hat man dazu Irrlichter gesagt, mit Sumpfgasen hat nichts zu tun, sind ja bloß Flämmchen. Aber diese runden Dinger, die also stundenlang da stehen und sich teilen und sonst wie. In USA gibt es in Texas sogar so eine Aussichtsplattform, da wird genau geschrieben, da kann man sie sehen, nicht jeden Tag, aber da nicht, das sind dann bloß Autoscheinwerfer und sonst was. Und dann wird das im Internet, kann man es dann nachgucken, kann man das sehen, Marfa-Lichter wird genannt. Und jeder guckt sich's an und weiß nicht, was ist. Man denkt dann, ja, das ist die Elektrostriktion, durch einen starken Druck entstehende Ladung und die entzünden sich, aber die können nicht stundenlang dann da Leuchtenergie von sich geben. Also wir haben nichts gefunden, auch Gase, die sich entzünden, machen nicht die Eigenschaften, die diese Dinge haben. Deswegen, man braucht aber eine andere Theorie als zu den, was man früher fliegende Untertassen genannt hat, oder UFOs. Da steht ja für O-Objekt drin. Das sind wirklich, wenn man sich anguckt, feste Kugeln, also hier mit gewissen Strukturen. Das ist hier ein Bild, wo gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene von diesen Kugeln in der Nähe von Weilheim fotografiert worden sind. Oder ja, hier sind nochmal diese Dinge. Das hier ist das bekannte, die bekannte fliegende Untertasse, die dann bei der NASA auf die Form hin mal untersucht wurde. Ist keine Radkappe, wie Skeptiker gemeint haben. Dazu ist es viel zu unsymmetrisch. Mhm. Und ist dann auch wieder in Göttingen gesehen worden. Also der Mann, der mir geschildert hat, was er gesehen hat, es deckt sich ja mit dem, was fotografiert wurde. Mhm. Der kriegte, nachdem ich ihm die Fotos gezeigt habe, richtig einen Schock. Sagt, das gibt's ja wirklich. Jetzt habe ich erst gedacht, hier auch, das hat er gezeichnet. Das ist ja, sieht ja genauso aus wie das, was da bei der NASA von dem Dr. Richard Haynes, da ist er nochmal, und das ist der Mann, der das fotografiert hat. 12 Aufnahmen hat er gemacht. Eine der besten ist diese da. Aber es gibt dann auch so seltsame Objekte, die dann von den Zeugen so bezeichnet werden als Kinderkreise. Und das sieht ja auch so aus etwa. Also verschiedene Formen. Ja. Oder diese Dose da. Dann wieder
Objekte. Also ich zeige Ihnen bloß Objekte, die wir selber analysiert haben. Das haben wir alles untersucht. Das sind echte Aufnahmen. Und Sie haben auch Radaraufnahmen. Ja, und die Radaraufnahmen sind das, was natürlich jeden am meisten überzeugen müsste. Also mich auf jeden Fall. Da haben wir hunderte von Aufnahmen bekommen, weil wir das Glück hatten, mit einem Radar-Controller aus der Schweiz in Verbindung zu sein, der seinem Chef gesagt hat, wir sehen doch jetzt dauernd, er macht das jetzt schon 15 Jahre, ja immer diese Kugel leuchtend oder auch mehr metallisch, die uns ausweichen, uns umkreisen, unsere Piloten, keiner redet drüber. Das musste untersucht werden. Und dann sagte eben der Chef, ja, wir haben weder den Auftrag dazu, noch das Geld dazu, noch die Mannschaft. Aber wenn Sie das interessiert, gut, ja, und Sie haben da jemand in der Schweiz, der das macht und untersucht. Das war ein Professor, der jetzt gerade im Mai mit 100 Jahren gestorben ist. Dann können Sie das ruhig machen. Und dann hat er, und zwar immer nachts, wenn da merkwürdige Spuren drauf waren, am Tage, da gibt es zu viel normalen Flugverkehr, hat dann immer 30 oder 60 Minuten lang das Radar laufen lassen. Und dann ist das aufgezeichnet worden, so auf Landkarten. Alle 10 Sekunden macht es einen Punkt. Und dann sieht man, dass zwischen den Punkten mal die Bewegung anhielt, waren die Punkte so, dann hin und her. Das sieht man hier an der Flugzeug. Und hier also ist zum Beispiel dieses Bild, zeigt so eine Aufnahme, das ist eine echte Aufnahme hier, vom militärischen Radar. Das Punkt am Punkt ist, das bedeutet, er fliegt etwas ganz langsam, aber unidentifiziert, denn das ist eingestellt worden, dass kein Flugzeug, sondern nur unidentifizierte, also die ohne Transponder in der Luft sind, aufgezeichnet werden hier in Zürich. Vierwaldstätter See ist da und der Bodensee ist hier, kommt hier gerade noch so rein. Und dann flog das mit 200 Stundenkilometer ganz langsam, aber plötzlich 90 Grad weg mit dreifacher Schallgeschwindigkeit. Und hier nochmal weiter. Nächster Punkt ist nämlich hier und dann kommt da der nächste Punkt. Und so weit sind wir noch nicht, dass unsere Flugzeuge das machen können. Oder eine andere Aufnahme, wo drei Objekte zu sehen sind. Da gibt es sehr viele Sachen. Und zwar die verschiedenen Farben geben die drei Sachen an. Also glatte Flugbahnen sind es nicht, wie Sie sehen. Die sind so beieinander, Punkt für Punkt für Punkt, so alle 10 Sekunden. Aber das bloß mal, weil ich es hier gerade dabei habe. Ich habe da in New York einen Vortrag da mal gehalten, eine Rockefeller-Konferenz. Die kannten diese Art der militärischen Radaraufzeichnung gar nicht. Und ja, wenn man da wieder die Statistik nimmt, dann war, glaube ich, alle 4 Tage etwas zu sehen, was man nicht erklären konnte. Also diese merkwürdigen Spuren. Da ist schon abgezogen, alle möglichen Fehler, die es gibt. Auch diese Radarbilder wurden von mehreren Radarstationen dann zusammengesetzt, so dass man nicht sagen kann, also hier hat also ein Radargerät einen Fehler gemacht. Aber was soll man machen, wenn es nicht finanziert wird und nicht untersucht wird? Aber, sind's bloß Indizien. Aber in den USA werden ja Millionen in militärische Abwehrsysteme gesteckt, ja, dann und kann auch man in natürlich Forschung viel machen. Also wenn die den Auftrag kriegen, wie es jetzt rauskommt, dass die Piloten diesen Dingen nachjagen sollen und fotografieren sollen, was ja Geld kostet und einen Auftrag und Mannschaft kostet, den wir ja nicht haben, in Deutschland erst recht nicht, dann kann man das untersuchen. Das ist ja kein Problem, dass man wie in der Kirche bloß glauben muss und so. Und der hat aber gesagt, sondern man kann ja rangehen. Nur Wissenschaft braucht auch Geld. Wir haben bis jetzt kein Geld bekommen. Wir haben das alles bloß aus Interesse selber finanziert.
Aber es ist schon sehr interessant, wie viele hochrangige Politiker oder Militärs aus den USA oder Russland daran glauben. Ich nenne es jetzt trotzdem so. Warum ist das Thema dann Überzeugt sind trotzdem es besser. überzeugt sind? Warum ist das Thema in den Medien, unter Wissenschaftlern oder in der breiten Bevölkerung trotzdem noch tabuisiert? Naja, also erstmal gibt es ja so ein Verhaltenskodex, so eine Art Netz unter Journalisten, dass das keiner darüber aus der Reihe fallen darf mit einer plötzlich Meinung, da gibt das Zeug doch. Das geht ja nicht. Also, dann ist er ja weg vom Fenster, hat mir mal einer von den Astronautenprofessoren gesagt. Also machen Sie mal weiter untersuchen, aber wenn wir uns damit beschäftigen, sind wir sofort weg vom Fenster. Gibt ja viel mehr Leute, die wissen, dass das Phänomen existiert, als Leute, die das öffentlich dann verbreiten. Ich finde es bloß nicht gut, dass es Fernsehprofessoren gibt, die sagen, davon halte ich nichts. Sie sollen sagen, davon weiß ich nichts, dann ist in Ordnung. Man muss ja nicht über alles Bescheid wissen. Aber zu sagen, halte ich nichts, weil das geht und so, und dann fangen sie an zu lügen. Einer hat einmal gesagt, warum werden die Dinger denn bloß immer nachts gesehen? Fernsehprofessor, warum klärt ihr die Leute nicht auf, dass genauso viel nachts wie bei Tag gesehen werden, weil es nicht weiß? Warum sagt einer von den Leuten, ja, da gibt es Piloten, die haben gelegentlich, ja, warum sagt er nicht, es sind jetzt schon 3000 Pilotensichtungen bekannt? Und manchmal, ich glaube, das waren, nageln Sie mich nicht fest, ich glaube, 56 Fälle, wo wirklich physikalische Wechselwirkung mit irgendwelchen Geräten an Bord war, dass irgendwas ausgefallen war. Einmal gab es einen Absturz in Alabama mit so einem Objekt. Dann gibt es diese Objekte über Flughäfen. Was war das da? 2014, glaube ich, in Chicago. Das Ding hat dann noch ein Loch in die Wolken gebrannt. Es ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn man hier mit etwas konfrontiert ist und man weiß nicht, was es ist. Ist es böse oder nicht? Das ist ja der Grund. Und den verstehe ich vollkommen, warum die Öffentlichkeit darüber nicht unterrichtet wird von den Regierungen. Denn die weiß ja nicht, ist es zu unserem Schaden oder zu unserem Nutzen. Wollen die uns irgendwie helfen oder wollen sie uns schaden? Wir wissen das nicht. Und solange man das nicht weiß, kann man nicht sagen, also es gibt da so Objekte, die wir nicht kennen. Ja, dann fragt doch die Bevölkerung, ja, muss ich mich da vorsehen vor? Wer soll jetzt sagen, nein? Also man hat Angst, dass es Panik auslösen Ja. könnte, aber Na, wenn ich von irgendeiner Sache nichts weiß, ist es doch vernünftig zu sagen, gibt es nicht. aber würde auch eine potenzielle Gefahr die Menschheit nicht zusammenschweißen und vereinen? Also diese Vermutung Ja, hat ja auch da kann Ronald es ja. Reagan schon mal vor der UNO geäußert, Ja, 1987 ja, noch. ja, ja. Naja, aber dem steht ja entgegen, dass also der Colonel oder Oberst de Brouwer in Belgien gesagt hat, unsere militärischen Geräte sind gegen die machtlos. Also wir wissen, wir können da gar nichts tun. Gelegentlich haben diese Objekte über den ICBMs, also den interkontinentalen Atomraketen, ja Objekte, die Startknöpfe ausgeschaltet, dass da kein Strom mehr floss. Auch der Ersatzstrom war weg. Nichts ging mehr. Als das Objekt wegflog, war wieder alles in Ordnung. Oder in Russland, da ist eins von diesen Interkontinentalraketen plötzlich scharf gemacht worden. So als ob der Oberste, ich weiß nicht, ob es Putin ist, einen Befehl gegeben hat, eine abzuschießen. Und er zögerte dann, Gott sei Dank, und hat gesagt, na, vielleicht ist es ein Fehler. Man kann ja nicht sicher sein. Und also manchmal sind wir so direkt da so, am Krieg so vorbeigeschrammt. Und es gibt ja Beziehungen unter den, naja, oberflächlich verfeindeten Nationen, die sich aber absprechen da. Das wird ja auch nicht so publik gemacht. Also China, USA und Russland sind ja im Gespräch darüber.
dann, man muss sich ja im Klaren sein, wenn es die Sachen wirklich geben sollte, wenn das unterstellt wird, was hat das für Konsequenzen? Wie benimmt man sich? Soll man sich wehren? Soll man nicht wehren? Soll man denen entgegenkommen? Wie kommt man entgegen? Soll man abwarten? Wie muss man sich vorbereiten? In dieser Situation ist man ja jetzt. Also die Angst vor der Panik ist da größer. Aber warum ist besonders Deutschland so zurückhaltend? Es gab zum Beispiel diesen berühmten Fall von Teheran aus dem Jahr 1976. Da gab es hunderte Augenzeugen. Es sind Militärmaschinen diesen Objekten hinterhergeflogen. Bordinstrumente sind ausgefallen. Wir haben mit dem Mann gesprochen, Und es gab Berichte, die dann an den Außenminister ging von den USA, an bestimmte Militär, die Geheimdienste der USA, an die NATO. Und der Deutsche Presserat hat gesagt, dass jegliche Berichterstattung in Deutschland untersagt wird. Warum ist das so? Darüber, da gab es einen Skeptiker, Möbelverkäufer. Der wird mal ernst genommen von der Wissenschaft, nicht wir, die wir Kollegen sind. Sondern man traut den Leuten, weil die direkte Einstellung haben zu der Sache, halten nichts davon. Genauso wenig wie die uninformierten Wissenschaftler, die Fachidioten. Man muss sie wirklich Idioten nennen. Denn in der Wissenschaft ist es üblich, dass man sich informiert über eine Sache, über die man redet und urteilt. Aber es ist unfassbar, dass jahrzehntelang Leute kommen, sich nicht informieren und die Öffentlichkeit belügen. Und zu tun, und da muss man nicht dran rum. Das sind Fachidioten und ich bleib dabei. Und wen ich da meine, können Sie sich vorstellen. Wenn man sich informieren will, dem kann ich nochmal das Buch hier ins Herz legen, Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung. Herr von Ludwiger, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, für die Einladung hier zu Ihnen nach Hause. Vielen Dank.